Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Heute geht es mir darum, dass dieses Konzept der Hochstrittigkeit, das an Familiengerichten benutzt wird, um das Wechselmodell kaputt zu machen, die Rationalisierung von autoritärem Sadismus gegen Trennungsfamilien ist. Und zwar ganz im Stile der schwarzen Pädagogik. Ich erkläre es euch natürlich gerne wie in den Videos. Und zwar: Die Hochstrittigkeit ist die andere Seite der Medaille des Kommunikations- und Kooperationserfordernisses, das der Bundesgerichtshof aufgestellt hat, damit das Wechselmodell überhaupt möglich ist. Und das steht im Beschluss von 2017 drin, 1.2.2017. Da sagt der BGH, wenn die Eltern nicht miteinander kooperieren und kommunizieren, dann ist das Wechselmodell in der Regel nicht möglich anzuwenden. In der Regel heißt eigentlich immer, faktisch. So, und die Hochstrittigkeit, das ist die Kehrseite dieser Medaille. Nämlich, wenn Eltern nicht mehr kommunizieren und kooperieren können, dann geht man davon aus, dass die zerstritten sind, hochstrittig. Man bringt auch gerne das Argument, ja schon allein, dass sie ja vor Gericht sind und sich um den Zeitanteil der Betreuung der Kinder nach der Trennung streiten, zeigt ja schon, dass sie hochstrittig sind, ja, weil sonst hätten sie es ja selber hinbekommen. Also in der Hochstrittigkeitsfalle sitzt man quasi automatisch drin, sobald man ans Gericht geht nach der Trennung und das Wechselmodell will. Und die Hochstrittigkeit, da wird halt unterstellt, dass es eine Gefährdung für das Kind ist, wenn die Eltern sich nach der Trennung streiten. Vor allem, wenn sie sich vor dem Kind oder den Kindern streiten oder halt den anderen Elternteil schlecht machen vor den Kindern. Aber mal ehrlich, was ist das Problem von Streit? Also, ich meine, wenn sich Eltern trennen, dann natürlich, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und dürfen das Kinder dann nicht mitbekommen? Sollen Kinder in einer heilen Welt aufwachsen, in der die Eltern gut voneinander sprechen, obwohl einer zumindest scheiße ist, also beide scheiße sind, ja? Soll man seinem Kind sagen, du, dein Papa ist so toll, deshalb habe ich mich von ihm getrennt. Oder soll man ihm sagen, du, deine Mama ist so toll, deshalb habe ich mich von ihr getrennt, ja? Also die Trennung alleine ist doch schon ein Hinweis für das Kind, dass die Eltern ein Problem miteinander haben. Und es ist doch gar kein Problem, wenn der Vater oder die Mutter über den anderen Elternteil ablästert. Also da könnte ja sogar ein Stück Wahrheit daran sein, an dem, was man da sagt. Also wenn der Elternteil ein Elternteil über den anderen ablästert und sagt, an deiner Mama finde ich scheiße oder deine Mama hat dieses oder jenes gemacht, das ist total kacke oder ich hasse sie für oder bei ihr ist das Problem das, ja, und deshalb habe ich mich von ihr getrennt. Selbst wenn man sagt, ich hoffe, dass du ja als mein Kind nicht diese Charaktereigenschaften bekommst, ist es immer noch okay, ja? Weil das Kind hat doch auch das Recht, die Realität zu sehen. Und wie soll es denn die Realität seiner Eltern erfahren, wenn es nicht erfahren darf, was der eine Elternteil am anderen schlecht findet und warum man sich getrennt hat? Das ist überhaupt kein Problem. Das ist sozusagen auch Teil der Meinungsfreiheit innerhalb von Trennungsfamilien, dass man über den anderen Elternteil schlecht reden darf. Und solange das Kind doch beide Eltern hat, ist es kein Problem. Das heißt, der Streit der Eltern ist für das Kind so lange kein Problem, solange es nicht einen Elternteil verliert. Ja? Verlieren im Sinne von entweder gar keinen Kontakt oder eben viel weniger Kontakt als vorher. Oder halt überhaupt eine Kontakteinschränkung, welcher Art auch immer. Und wenn man dem Kind also die Sicherheit gibt, bei beiden Eltern zu sein und die Eltern lästern übereinander ab, dann ist es kein Problem. Man hat ja keine Konsequenzen. Ja, diese Angst des Kindes, einen Elternteil zu verlieren, der sich vielleicht aus dem Streit der Eltern ergibt, der verschwindet ja, wenn das Kind erlebt, ich habe ja trotzdem beide. Und dann erlebt das Kind, ja, man kann streiten, man kann sich trennen, man kann sich hassen, aber es hat auf mich als Kind keine Auswirkung.
Das heißt, das Kind hat dann schon mal ein Grundvertrauen darin, dass wenn Menschen sich streiten, dass es dann keine Nachteile davon hat. Das heißt, ein Kind in Trennungsfamilien, in hochstrittigen Trennungsfamilien, ja, wenn man so will, hat dann kein Problem mit der Hochstrittigkeit, wenn es keine nachteiligen Konsequenzen für das Kind in dem Sinn hat, dass es einen Elternteil verliert, weil das ist die Angst des Kindes. Aber der Bundesgerichtshof macht was ganz anderes. Der sagt, ja, durch sein Kommunikations- und Kooperationserfordernis, und die Kehrseite der Medaille ist die Hochstrittigkeit, wenn die Eltern hochstrittig sind, ist es eine Gefährdung für das Kind, dann müssen wir das Kind zu einem Elternteil geben. Und mit der Formulierung zu einem Elternteil geben, meine ich ganz einfach, dass der BGH einen dominierenden Elternteil auswählt, der der Haupterziehende des Kindes ist. Also, was weiß ich, 70% der Zeit, 90%, wie auch immer. Oder im schlimmsten Fall hat das Kind gar keinen Kontakt mehr zum anderen Elternteil. Und das heißt, der BGH mit seiner Entscheidung vom 01.02.2017 zum Wechselmodell manifestiert die Angst des Kindes, also macht sie wahr. Der BGH, was der macht, ist, dass er Kindern das Grundvertrauen nimmt, dass man streiten kann und trotzdem noch die zwei wichtigsten Personen in seinem Leben behält. Genau dieses Grundvertrauen nimmt der BGH dem Kind. Und was hat man dann? Dann hat man Bürger, die heranwachsen, die sich nicht trauen zu streiten. Ja, man hat unmündige Bürger. Das zeigt schon, dass diese Entscheidung des BGH aus autoritären Vorstellungen entspringt, einer autoritären Erziehungslogik. Und was ist jetzt der Sadismus daran? Das ist ganz einfach. Diese wahr gewordene Angst des Kindes ist der Sadismus. Und es ist ja so, welchen Elternteil wählt denn der BGH aus, der dann das Kind hauptsächlich oder ganz bekommt? Das ist der, der das Wechselmodell nicht wählt. Das ist der Elternteil, der das Residenzmodell will. Warum? Weil natürlich nach der Logik der BGH-Entscheidung der Elternteil, der das Wechselmodell will, nicht erziehungsfähig ist. Ja? Weil der müsste ja erkennen, hey, wenn ihr nicht kooperiert und kommuniziert, beziehungsweise wenn ihr hochstrittig seid, kann das Kind nicht bei beiden Eltern sein. Und das ist der Sadismus daran. Der BGH wählt den Elternteil aus, der dem Kind in diese Angst versetzt, ja, in diese existenzielle Angst, einen Elternteil nicht mehr zu haben und dem anderen vollkommen ausgeliefert zu sein. Und das heißt, dieses Konzept der Hochstrittigkeit, das auch einige Wissenschaftler vertreten, ja, Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten, ist nichts anderes als die Rationalisierung von Sadismus. Die Rationalisierung, das Kind zu benutzen, um einen Elternteil zu bevorzugen, damit Ruhe herrscht. Ja? Und Ruhe gibt's in Diktaturen. Da sind die Bürger unterwürfig, halten die Klappe und streiten nicht. Das ist die Ruhe, die sich der BGH vorstellt. Der BGH mit seiner autoritären Erziehungslogik, die nichts mit unserer Demokratie zu tun hat. Eine Demokratie verlangt, Streit auszuhalten. Eine Demokratie gibt es, damit im Streit, im Diskurs, im Austragen der Meinungsverschiedenheiten sich die Gesellschaft so gut wie möglich ein realistisches Bild von einer Situation macht, damit dann Politiker gewählt werden oder Politiker entscheiden, die sich auf Basis des gesellschaftlichen Diskurses dann die Entscheidungen treffen. Und Kinder, die einen Elternteil verlieren, weil die Eltern sich nach der Trennung streiten, haben Angst, in diesen Diskurs zu gehen. Und indem der BGH einen Elternteil auswählt mit seiner Rechtsprechung, beziehungsweise die Familiengerichte, die sich daran halten, in der ersten und zweiten Instanz, die Fachgerichte, dadurch nimmt der BGH den Kindern, Trennungskindern, die Möglichkeit, sich ein realistisches Bild der Situation zu machen, weil sie sind dann bei einem Elternteil gefangen, der hat dann die Macht, der kann die Wahrheit definieren. Der kann dann Gut und Böse dem Kind einreden und dann ist nämlich der andere Elternteil nur noch schlecht und der Elternteil, dem das Kind ausgeliefert ist, der ist nur noch gut, der wird idealisiert. Und diese psychologische Dynamik ist genau das, was im Wechselmodellbeschluss eingebaut ist.
dass der BGH in seiner autoritären Erziehungslogik verlangt, dass nach der Trennung die Eltern sich weiterhin gegenseitig idealisieren. Ne? Ich habe deine Mama verlassen, weil ich die so toll finde. Ich habe deinen Papa verlassen, weil ich den so toll finde. Ja? Diese irrsinnige Idealisierung, die nichts mit der Realität zu tun hat, die will der BGH sehen. Und das ist autoritäre Erziehungslogik, hat nichts mit Demokratie zu tun und ist reiner Sadismus gegen das Kind und gegen einen Elternteil, und zwar gegen die, die das Wechselmodell wollen, Andersdenkende. Sorry to break it to you, so ist es im deutschen Familienrecht. Das ist ein autoritäres Rechtssystem innerhalb des demokratischen Rechtsstaats, das nichts mit demokratischen Werten zu tun hat. Und dieses Konzept der Hochstrittigkeit, wie ich gerade erklärt habe, ist da ein Element, um zu rationalisieren, dass man diese autoritäre Pädagogik durchsetzen will, diese schwarze Pädagogik. Und das Konzept der Hochstrittigkeit ist eine Rationalisierung von Sadismus. Und es ist vor dem Blick wirklich eine Schande, dass jemand wie der kürzlich aus dem Federaufbruch für Kinder ausgeschiedene Bundesvorstand Markus Witt mit seiner Website hochstrittigkeit.org noch suggeriert, dass dieses Konzept eine Validität hätte, ja, also eine Berechtigung. Der schreibt auf dieser Website, wie man Hochstrittigkeit auflösen kann, was man tun muss, damit man sich wieder versteht. Das ist völlig scheißegal, ja. Ob Eltern hochstrittig sind oder nicht, spielt keine Rolle, wenn man demokratisches Erziehungsverständnis hat. Die sollen sich halt streiten, sollen halt vor dem Kind ablässern über den anderen. So what? Solange das Kind keinen verliert der Eltern, die Elternrechte nicht eingeschränkt werden und damit auch die Rechte des Kindes nichts, hat es keine Auswirkung. Es verpufft, das Kind merkt, ich kann streiten und kann mich trotzdem dabei sicher fühlen. Aber wer wie der Markus Witt mit hochstrittigkeit.org dann dem Konzept noch verhilft dazu, dass es ernst genommen wird, ja, obwohl der Markus Witt behauptet, er ist fürs Wechselmodell, der arbeitet gegen das Wechselmodell und ist auch in dieser autoritären Erziehungslogik, in dieser Pädagogik, schwarzen Pädagogik verhaftet. Deshalb konnte da aus der Ecke auch nichts Entscheidendes passieren in der Politik. Okay, danke, liebe Freunde der demokratischen Erziehung, fürs Zuschauen.